Herzlich willkommen zur sage und schreibe 20. Folge von Clicker Heroes. Ja. Und so, weg mit dir, mit deinem Play. So, gehen wir mal direkt in den Vollbildmodus. Gucken wir mal direkt auf mein Tablet. Warum ist das jetzt einmal breit groß geschrieben? Ach so, hä, markiert. Lol. Kann ja mal passieren. So, nein. Ach. Schon wieder ein Söldner gestorben. Über diese billige Löhner. So. Okay. Ja. Apfelmus und so. Okay. 7E11. Das heißt gut, dass. Naja. 10.000-fache nicht, aber auf jeden Fall weit über das 1.000-fache von davor. Wir ascenden einfach mal, ja. Und dann packen wir mal hier an. So. What we are doing first. Erstmal hier unsere guten. Erstmal hier. Gucken, was wir hier so tun haben. Naja. Eigentlich nur Quatsch, Scheiße und total Mistkacke. Weg. Get nothing, natürlich. Was auch sonst. Ja. Ja, jetzt habe ich so eine nette Zahl drin stehen. Genau, gucken, ob wir alles haben oder ob hier noch irgendwas ist. Eigentlich können wir den hier auch mal benutzen. Naja. So. Power Search, alles nur irgendwelche Skills. Das hier kann man noch vollkommen vergessen. 10-fach Gold ab und an mal ist gar nicht mal so schlecht. Bringt das hier was? Im großen Stil eigentlich eher nicht so. Nee. Idle tun wir erst in der nächsten Transaction. Was ich halt noch suche, ist der oder diejenige, die hier. Ach komm, Lucky Strike können wir auch mal benutzen hier. Genau. Den suche ich hier. Skill Cooldown. Den hat man nämlich noch vergessen gehabt. Ja. Das heißt, erstmal hier alle auf gleiche Level bringen. 19. Dann. Oh, ja. Alle drei ganz unten. Nice. 19. Sehr schön. So, und jetzt dudeln wir mal alle Stück für Stück hoch. Das heißt, zuallererst dich. Ja, die letzten 1000 waren jetzt total beknackt und dumm, aber gut, was soll's. So, 20.000 ist in Ordnung. Dann das nächste ist der hier auf. Ich mache erstmal alle auf 10.000 und dann gucken wir mal weiter. Hier ist der andere. Und ganz oben ist der letzte. So, dann machen wir mal hier einen auf 10.000 und gucken mal, wie teuer das ist. Okay, also bis. Ja, bis 3,5 kriegen wir es auf jeden Fall. Rest gucken wir dann, wenn es soweit ist. So. 3E5. Unsere Goldies schicken wir alle auch mal auf 3E5. Einfach weil wir es gerade. Hupsala. Einfach weil wir es gerade können. Ach, guck, ernsthaft jetzt?
Techno, Alter. Dankeschön. So. Sehr schön. Haben wir allein dafür schon die Hälfte, also, naja, nicht ganz die Hälfte, aber ordentlich was ausgegeben. Dann fehlt es eigentlich bloß noch die ganz teuren. Und die gucken wir mal. Okay, ich mache erstmal alle auf Level 30 und dann gucken wir mal, welche wichtig sind, welche wir noch ein bisschen höher leveln. ZB, Kumawakamaru. Und Admin natürlich. Admin wäre mir auch ein Vergnügen, wenn wir den noch ein bisschen höher bekommen. Das heißt, wir gucken zuerst mal bei Admin. Das wird aber schon scheiße teuer, ne? Also, so, bis 35. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt am Anfang fast 100% Primal Chance. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kumawakamaru können wir eigentlich fast so lassen. Das wird einem einfach nur noch zu teuer. Das reicht so auch ehrlich gesagt aus. So, alles andere ist soweit jetzt eigentlich in Ordnung. Oder übersehe ich hier irgendwas? Bei dem, den hatten wir auch schon fertig. Ja, genau, der ist auch in Ordnung. Ist bloß noch die Frage, ob wir hier bei unseren Klickern noch ein bisschen was hinzufügen. Ein bisschen was hinzufügen. 3E5. Ich mach mal überall noch eins drauf. Und das sollte dann aber wirklich schon fast perfekt sein. Okay. Ja, nochmal wird es teuer. Gut, dann lassen wir das Ganze so. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier eigentlich... Hallo. Danke. Hochleveln und so weiter und so fort. Bam. So und so. Jetzt sollte eigentlich jeder Boss ein Primal Boss sein. Also fast jeder. Das dürfte dann unsere, unsere quasi die Menge an Knete Money Cash, beziehungsweise eigentlich Aero Souls erhöhen. Ich weiß gar nicht, haben wir bei Hero Souls noch irgendwas vergessen? Es gibt ja eigentlich bloß die Menge an Hero Souls. Das ist ja hier hinten der Typ. Und ansonsten das, wie hoch die Primal Chance ist. Mehr gibt es ja nicht. Haben wir da so alles. Okay. War nämlich gerade am Liebäugeln, ob wir die Menge an Hero Souls noch erhöhen mit Solomon. Aber den gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja bei der alten Version mit Solomon, dass man die Menge an Hero Souls erhöhen kann. Das geht ja jetzt nur noch hier mit dem Outsider. Dafür umso besser, muss man schon mal sagen. Das heißt, mit den Ancients, mit den Antiken, kann man bloß noch die Menge an Primal Bosse. Die Menge an Primal Bosse, nicht aber die Menge pro Primal Boss erhöhen. Was ja eigentlich auch schon ausreicht. Wie gesagt, wir haben derzeit, fast das 40.000 Quatsch, was laber ich? Das 400? Nein, doch, das fast 400-fache an Hero Souls. Das ist schon in Ordnung. Das kann man schon so machen. Ups, ich habe Dreadnought gelevelt. Was mache ich denn hier? Bitte den hier, danke. By the way, können wir natürlich auch hier gleich mal unsere Dings da runterholen. Unsere Guilds. Dankeschön. Was? Komm jetzt. So. Oh ja, fast das Doppelte von davor. Nicht schlecht. So, dann machen wir einmal den und hupsala. Wir haben ja einen vergessen. Oh, ja, wir haben eigentlich einen ausgelassen. Wie konnte denn das passieren? Ja, Sakrileg. So, und dann machen wir. Gibt so und so. Ach, der hat jetzt. Ja. 900, also das 900-fache läuft bei dem auf jeden Fall.
So, ansonsten haben wir noch was vergessen? Nö, haben wir alles. So, dann haben wir auch noch ein Relikt aus längst vergessenen Tagen. Boah. 43% Lucky, Prozent, klar. Sekunden Lucky Strike, den haben wir gerade sowieso schon geskillt. Das heißt, der hat jetzt hier, ja, noch zusätzlich, also insgesamt 2 Minuten. Also länger als unsere Golden Click, natürlich. Lol. Healing und Level Up Kosten senken. Ja, das ist sowas so, ne? Das ist, ich weiß nicht, wie viel es bringt. Das sorgt halt dafür, dass man manche Sachen ein paar Sekunden schneller kaufen kann. Ansonsten ist es eigentlich mit diesen Kaufkosten senken eher so Pillepalle. Das bringt in der Praxis keinen so großen Vorteil. Jetzt ist quasi genau so ein Trugschluss wie das Ding hier. Ne, ich meine, doppelter Schaden klingt zwar erstmal genial, aber letztendlich einen doppelten Schaden, da kriegst du nicht mal einen Boss mehr. Also, weil von einem Boss zum nächsten Boss ist er, naja, nicht fast, also mindestens vierfach so stark. Das heißt, du kriegst nicht mal 5 Level raus durch dieses Upgrade hier. Deswegen ist es, und genauso ist es auch beim Geld. Das sorgt quasi einfach nur dafür, dass du bei dem letzten Boss ein bisschen kürzer brauchst, aber an sich, dass du stecken bleibst irgendwann, da ändert das nichts dran, dass du jetzt damit gleich, weiß nicht, 10 Level weiterkommst, nur weil du das Doppelte an Gold hast oder sowas. Oder nur die Hälfte an Gold brauchst. Das geht so leider nicht. Von daher. Wo war ich gerade? Ach, genau hier. Ach, wir haben jetzt noch. Ah, das war von der vorherigen Ascension noch. Lol. Ja, Gillet Damage macht jetzt nicht so viel. Haben wir ja bereits massig. Click Combo bringt auch nichts. Power Surge und das ist alles auch Pillepalle. Gilded Damage. Also derzeit ist der hier wirklich so der, der am meisten rausreißt. Wegen den 30 Sekunden Click Lucky Strike. Was halt immerhin ein Drittel von dem davor war. Also wir haben jetzt ein Drittelfaches von davor. Nutzen wir zwar nicht wirklich aktiv, aber pff, ganz ehrlich, why not? Wie gesagt, letztendlich sind diese Relikte sowieso eher ein Relikt aus längst vergessenen Tagen und das nicht umsonst. So, wie sehen unsere Stats derzeit aus? Minus ein Monster pro Zone, okay. Das heißt, wir dürften es mindestens bis Ebene 2000 schaffen mit den 2 Monstern. Das ist schon mal nicht schlecht. Also haben wir schon 0 Monster pro Zone. Okay. Ich dachte, das wird immer alle 500 Zonen um eins höher. Aber scheint doch öfter, etwas öfters hochzugehen. Oder die Runden hier nur so komisch. So, 6% Treasure Chest Chunks? Habe ich irgendwas verpasst? Ach nee, doch, genau, wir haben 600%. Ja, eben 600%. Und die Grund ist ja, der Grundwert ist ja 1% gerade mal. Das ist ja. Wow. Nicht viel. Echt nicht viel. Ansonsten Primal Chance fast 100%. Das heißt, ja, derzeit ist fast jeder Boss ein Primal Boss. Was natürlich hier sich auch direkt in der Zahl widerspiegelt, ganz klar. Ich meine, wir haben jetzt schon 5 E10 an Hero Souls. Und sind gerade mal Level 1000. Das ist schon ordentlich. Also, das merkt man auch schon. Deswegen, also Admin zu skillen, war tatsächlich die richtige Entscheidung. Bei den anderen Sachen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ne? Also gerade hier, was Kumawakamaru angeht, ich glaube, der war seine Ancient Soul tatsächlich nicht wert. Admin ist tatsächlich ganz gut. Vor allem hat er halt auch 125% dazu bekommen, während Kumawakamaru gerade mal 50% dazu bekommen hat. Ich meine, wow. Babos von Kronos ist schon ganz in Ordnung. Ich meine, wir haben jetzt, wenn man, nein, halt nicht, da. Wenn man jetzt mal guckt, ja, wir haben pro Boss jetzt mittlerweile 1,5 Minuten. Ist schon nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, Dora ist komplett, die lasse ich erstmal raus.
Was halt bei der nächsten Translation auf jeden Fall unser Hauptanliegen wird, ist der hier. Dann wechseln wir in den passiven Build. Dann machen wir am Anfang, holen wir uns hier noch diesen Jojo für die erste für die erste Ascension oder sowas, damit wir überhaupt erstmal ein paar Hero Souls bekommen. Und sobald wir ein paar Hero Souls haben, gehen wir dann komplett passiv. Das heißt, der hier zum Beispiel fliegt. Ah ne, Quatsch, der bleibt drinne. Aber der hier fliegt raus, dieser ja, für kritischen Schaden, der für Klickschaden allgemein fliegt raus. All diese ganzen Typen, die keinen Sinn und Verstand haben, die fliegen komplett raus. Ja. Ich meine, die meisten hier sind sowieso universell. Die kann also hier eine Primal Chance ist für beides sinnvoll. Bossleben ist auch für beides, also aktiv und passiv. Natürlich sinnvoll, das hier auch. Das heißt, die einzigen, die wirklich rausfliegen, sind die, die wirklich rein für Klickschaden sind. Das heißt also, er fliegt dann raus, er fliegt dann raus. So, und halt er. Viel mehr gibt es ja gar nicht, die nur für Klickschaden sind. Achso, na und natürlich hier sowas wie Golden Klicks fliegt raus, Lucky Strike, den brauchen wir dann auch nicht mehr, um Lucky Strike zu erhöhen von der Zeit her. Damit fliegt dann natürlich auch der hier raus vom Golden Klicks, dieses Gold fliegt natürlich weg, klar. Wie gesagt, alles was rein mit Klicken zu tun hat, wo man nur Vorteile durch Klicken hat, die kommen dann alle weg. Gut, der hier genau genommen auch. Weil die brauchen wir auch nicht mehr. Weil die meisten Sachen, die es hier gibt, machen nur Sinn, wenn man aktiv spielt. Ich meine, das Einzige, was ohne aktiv klicken Sinn macht, ist das hier. Naja, doppelte Stärke bringt jetzt, wie gesagt, ne, habe ich ja vorhin gerade erst erwähnt, hier mit dem Ding. Doppelte Stärke bringt absolut nicht viel. Wie gesagt, da kommst du gerade mal ein Boss weiter. Bei dem hier gilt das Gleiche. Hier hast du zwar ins Innere schon die dreifache Stärke, aber auch das bringt nicht so viel. Da kommst du auch maximal ein Boss weiter. Oh, das Einzige, was wirklich, naja, wo sich die Geister scheiden können, ja, eigentlich nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dieses Dark Ritual, aber das sind 20% mehr. Wow. Nee. Nee, nee. Also wie gesagt, der hier fliegt raus, der fliegt raus. Alles. Frosch verschluckt. Alter. Okidoki. Genau. So. Ansonsten. Ja, nö, nee, alles andere ist so korrekt. Ach komm, hier, easy. So, ansonsten, wie sieht es denn hier derzeit aus? 61%, okay, kann man machen. Ja. 5 Quests für Gold. Wow. 160 haben wir schon lange hinter uns. Achso, hier unten geht es wahrscheinlich weiter. Genau, 3600. Wow, der ist auch schon auf. Das heißt, die Sachen haben wir auch schon alle. Okay. DPS haben wir auch schon komplett. Ah, hier geht es nochmal weiter. Lol. Ach nee, hier geht's um die Anzahl an Ascensions. 10-mal haben wir schon, 25 haben wir noch nicht. Ach so, da unten. 20 haben wir schon, das heißt, uns fehlen gerade mal noch 5. Na, boah, kriegen wir schon hin. So. Ach, Momentchen, man kriegt die wieder. Ah, man kriegt hier tatsächlich jetzt öfters so eine Belohnungen.
2500 Startklickschaden, jeder schon 5000 da, also ne, kombiniert mit unserem komischen DPS-Dingsterbums da. Ne? Haben wir dann schon ganz schön ordentlich Klickschaden. Wie gesagt, bringt uns ja natürlich nur in der ersten Transfer, in der ersten Ascension etwas. Weil wir ja immer nur da drin aktiv spielen. Weil wir da noch keine Hero Souls haben. Danach dann natürlich nichts mehr, aber immerhin würde damit dann die erste Ascension tatsächlich immer schneller und schneller werden. So, was gibt's hier noch? 5 Quests für Ruby, ja, die uns allesamt nichts gebracht haben, danke dafür. 5 Quests für Skills, 10 Bosse und 1000 Bosse. 10.000 Bosse. Siehst du, können wir eigentlich schon mal wieder auf so einem Boss-Level bleiben. Mal ein bisschen hier hochleveln. Mal gucken, wie lange es dauert. Ja, gleich haben wir 6.000. Machen wir 6.000? Alter, genau 6.000. Holy shit. Na gut, kein Bock jetzt. Klicke 1.000 Mal, klicke 10.000 Mal. Ja gut, okay. Da muss man dazu sagen, dass hier natürlich auch die Autoklicker mit. Ist natürlich in dem Moment ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber wäre witzig, wenn es hier auch sowas gibt, wo wirklich nur das normale, also das manuelle Klicken quasi mitzählen würde. So, Level 10.000 Mal die Heroes hoch. Wir haben gerade mal 10.000 Levels? Hä? Wir müssten doch schon längst viel mehr haben. Ich meine, guck mal, wir leveln hier alleine, alleine ihn leveln wir hier mehrere tausend Level mit einmal immer hoch. Oder verstehe ich jetzt gerade irgendwas falsch? Wait a second. 10.000. Ja, 9.000 Level gerade, das kann ich hinhauen. Level Up Hero, 25.000 Mal. Ist doch dieses Hochleveln hier. Hier, das hier ist doch Hochleveln. Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber okay, was auch immer er damit meint. Er wird schon wissen, was er damit meint. Es kann natürlich sein, dass er hier gar nicht die Anzahl an Leveln meint, sondern wirklich den Vorgang des Hochlevelns. Das heißt, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit einmal 100 Level kauft, dass das dann quasi trotzdem nur als einmal Hochleveln zählt. Das kann natürlich sein. Nee, er zählt doch alle 25. Kann es sein, dass er das nach jeder Transaction zurücksetzt? Weil das würde dann nämlich fast hinhauen, weil 9.000 könnten wir in der Transcension tatsächlich schon gehabt haben, aber eben nur in der Transcension. Dann setzt er das wirklich nach jeder Transcension zurück. Macht keinen Sinn, aber es ist das Einzige, wie ich mir diesen Wert erklären könnte. Weil der Wert steigt relativ schnell an. Jetzt, ne, gerade eben hatten wir noch 9.300 oder so, jetzt haben wir schon 9.500. Also ist wirklich die Anzahl an Level. Aber wie gesagt, mit 9.000, das ist maximal der Wert von dieser Transcension. Nicht von überhaupt insgesamt. Na gut. Ja gut, hier Monster Kill, ganz klar. Aber schon ein bisschen hoch, Alter. Na gut, 1,5 E6 kriegen wir schnell hin. So, hier unten fein 10 Relikte. Okay. Oh, schade, mehr gibt's nicht. Weil das ist wirklich easy going, ne? Diese Upgrades. 10.000 Treasure Chests. Wow. Tja, das hier müssen wir mindestens haben, ne? Also, das Upgrade hier, das ist Muss. Also, wir müssen mindestens bis 30.000 kommen. Naja, gut, okay. Bis 30.000 ist jetzt nicht so viel. Ich meine, wir haben ja sowieso das Ziel, hier bis zu unserer Dame zu kommen, unten, zu dieser roten, Tsuchi, oder wie die heißt? Nee, Quatsch. Tsuchi war der da.
Die hieß irgendwie Mooru, irgendwas mit M. Aber wenn wir bis zu ihr kommen wollen, dann haben wir sowieso, bis wir sie haben, haben wir mal, ich weiß nicht, irgendwie 60.000 oder 80.000 Level sind wir, also auf Level 80.000 ist wir dann ungefähr, bis wir sie erreichen. Also bis dann haben wir dann das 30.000er Level Upgrade, Dingsterbums da auch. Ja. Würde ich mal sagen, easy. Wie lange ist es eigentlich noch? Ach, wieder 3 Stunden. Okay, macht ja auch Sinn. Hahaha. Eigentlich könnte ich. Achso, ich bin jetzt hier kein Admin, schade. Weil ihn kann ich mittlerweile kicken. Der scheint gar nicht mehr aktiv zu spielen. Sie hier auch. Die kann ich auch kicken. Aus dem Clan raus. Die spielt auch nicht mehr. Ja. Nice. Okidoki. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir auch an der Stelle erstmal hier soweit alles geschafft. Ach so, siehst du, 7E10, das war gar nicht die Hero Souls, das war das, was wir von der Quest bekommen haben. Bei eben, gerade eben haben wir nämlich irgendwas mit E8 an Hero, hier, 5E8 an Hero Souls bekommen. Okay, schade. Dann steckt Sonnen doch noch nicht so schnell an, wie ich dachte. Darauf habe ich jetzt natürlich gar nicht geachtet. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Schade eigentlich. Aber irgendwann kriegen wir das auch hin, dass wir alleine schon bei Level 1000 hier 7E10 an Hero Souls bekommen. Das werden wir irgendwann schaffen, weil irgendwann hast du einfach direkt am Anfang 7E100 Hero Souls. Direkt beim ersten Primal Boss. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Startwert immer fest ist. Na gut, nee, kann er gar nicht fest sein, weil spätestens wenn man den Wert erhöht, erhöht man ja damit auch den Startwert quasi. Weil das gilt ja quasi sofort. Jo. Nächste Ancient Souls erst bei 5E14. Ja, das haben wir fast erreicht. Aber eben, ich kann ja mal gucken, wie ich eigentlich damals angefangen habe mit meinen Transcensions. Ich weiß noch, damals 1983. Nee. Nee. Da. Stats Transcension. Vergleichen wir einfach mal, ne? Wisst ihr ja, Schwanzvergleich. So, meine erste Transcension habe ich gerade mal bis Level 350 geschafft. Oh, haut sogar fast hin. 359. Ja gut. Easy, das geht doch. Der zweite war dann bis Level 600 gerade mal. Okay, da haben wir schon viel mehr. Dann die nächste allerdings gleich bis Level 3200. Na gut, da haben wir auch mehr. Hä? Ja gut, okay. Ja, sorry. Wir hatten ja hier gleich von Anfang an einen Autoklicker. Das habe ich ja hier bei mir gar nicht gehabt. Hä? Schiesel Diesel. Da war ja was. Ja gut, okay, das ist natürlich klar, dass wir hier einen viel höheren Hochstart hinlegen als bei meiner Tablet-Version. Weil, ja. Hier habe ich mir keine Rubine gekauft, das heißt, hier habe ich alles legit bekommen. Und dementsprechend habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich meine Autoklicker hatte. Von daher ist halt so. Gar nicht Unis für. Nee. Ja, auf jeden Fall mal gucken, ob wir es dann echt schaffen, bis 1E50 zu kommen. 1E50. Also bis 1E30 zu kommen. Bin ich mal gespannt. Der sieht sich ja relativ gut aus. Wir haben derzeit eine Steigungsrate von 1E4. Das heißt, wenn wir Glück haben, schaffen wir es in dieser Ascension auf 1E15. Und der nächste auf 1E19 und so weiter und so fort und so fort. Mal gucken, wie lange wir es so durchhalten mit den 1E4. Ob wir es überhaupt durchhalten.
Oder ob wir nicht jetzt schon direkt bei der zweiten Ascension gerade noch 1E3 haben oder sowas. Der wäre natürlich ein bisschen schade. Aber gut, dann ist es halt, denn ich meine, da kann meine Unis trotzdem noch nichts gegen machen. Müssen wir trotzdem mitleben irgendwie. Also ist ja nicht so, als wenn das hier irgendjemand interessieren würde. Ach ja. Jütchen, ansonsten genau, mehr gibt es ja eigentlich jetzt erstmal nicht zu machen. Da levelt schön vor sich hin. Oh, wir sind schon wieder bei 1v4. Ah, 1v4. Alter. Bei 4 Monster pro Ebene. Ja, also hier die Anzeige, die rundet einfach konsequent ab. Weil wir haben hier fast die ganze Zeit 4 und nur sehr selten 3. Das heißt, wir liegen eigentlich über 3,5. Das heißt, eigentlich müsste diese Anzeige hier aufrunden. Aber trotzdem steht da 3 Monster pro Zone. Das würde dann auch erklären, warum da gerade bei 6% Treasure Chest steht. Weil die wirklich, so wie wir vermutet hatten, einfach konsequent abrunden. Na gut. Oha, wir haben nur noch ein Dreiviertel Primal-Bosse. Das ist aber nicht so erfreulich, mein Lieber. Ja gut, andererseits. Ich sag mal so, solange wir mehr als die Hälfte an Bossen Primal-Bosse haben, haben wir eigentlich eine relativ gute Steigung drin. Das geht schon klar. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle noch erstmal Feierabend. Dann sehen wir uns ja morgen wieder und hoffen, dass wir bis morgen 1E15 diesen Monster hier haben, Hero Souls. Ich hoffe nur, ich vergesse nicht wieder den Browser heute Abend zu schließen oder überhaupt den Browser zu schließen. Gucken wir mal. Jüchen, in dem Sinne, du bitte einmal klein und minimieren und dann schau mit V. So, Stream beendet. Diese Kack-Zuschauer, Alter, die Zufallsmenü erstmal runterholen. Ups, der Stream läuft ja noch.